Endlich hat Alexander Sørloth sein erstes Tor für Leipzig erzielt. Vor dem Topspiel gegen die Bayern sorgt das beim Sommerneuzugang für pure Erleichterung. First of all, share joy. Vor allem bin ich einfach glücklich. Das ist die pure Freude. Bisher hatte ich ja noch nicht getroffen und ein Stürmer wird an seinen Toren gemessen. So holt man sich auch Selbstvertrauen. Ich hoffe, es geht jetzt so weiter und das ist nur einer von vielen erfolgreichen Tagen. Yeah, to keep it going and yeah, hopefully today is one of many. Der ruhige Norweger und Kumpel Haalands ist ehrgeizig und dennoch ein geduldiger Mensch. Gibt nach außen hin wenig Preis. Kein Goldsteak-Esser, Dauerposter oder Styleberater. Lieber etwas zurückgezogen mit der Freundin nett essen gehen. Sørloth ist bescheiden, auf dem Platz aber gierig. Torbeteiligungslos in seinen ersten 10 Spielen schienen die Fußstapfen Werners für Sørloth zu groß. Die Leipziger und vor allem Nagelsmann haben dennoch Ruhe bewahrt, an die Stärken des 24-Jährigen geglaubt und wurden schließlich dafür belohnt. Natürlich ist es immer so, wenn dann ein Elfmeter nicht reingeht oder eine Torschuss nicht reingeht, da ja, kannst du als Trainer außen viel erzählen. Deswegen geht es dem Spieler jetzt auch nicht viel besser. Oder du kannst dann hinterher ihn auch dreimal in den Arm nehmen. Ich glaube, wenn man ihn jetzt nicht extrem dafür kritisiert oder extrem in die Pfanne haut, dann ist genug gesagt. Alle aufbauenden Worte, das, Alex ist jetzt kein blöder Spieler, der weiß auch, wenn ich dann nach dem Spiel zu ihm hingehe und ihn 3 Stunden drücke, dass ich das mache, um ihn irgendwie wieder aufzubauen, weil er offensichtlich down ist aufgrund des verschossenen Elfmeters. Deswegen, ich glaube, der kann ganz gut damit umgehen. Der ist jetzt auch nicht die erste Phase seiner Karriere, wo es nicht sofort super anläuft. Ihr wisst, dass Geduld nicht meine größte Stärke ist. Aber deswegen gehe ich dann den Spielern auch immer auf den Sack, dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Mal gucken. Der wuchtige Norweger war der RB-Wunschspieler der letzten Transferperiode. 20 Millionen Euro mussten die Leipziger für seine Dienste hinblättern. Während seiner Leihe zuletzt bei Trabzonspor knipste Sørloth wie am Fließband. In 49 Spielen 44 direkte Torbeteiligungen. Tor Nummer 1 in Leipzig macht für das kommende Topspiel Hoffnung. Das ist der nächste große Test für uns. Sie sind sehr stark, aber wir haben auch ein sehr gutes Team. Wenn jeder seine Aufgaben erledigt und wir alles geben, können wir die Bayern schlagen. Gelassen und dennoch bestimmt. Sørloth hat Großes vor. Das letzte und bisher einzige Siegtor in einem Duell mit dem kommenden Gegner aus München schoss übrigens Timo Werner. Leipzigs neuer Wunschspieler will nun folgen.